Mit iOS 10 hat sich auch bei TV Pro wieder einiges getan. Wir zeigen euch heute unsere praktische Widget-Funktion, damit ihr in Zukunft immer top informiert seid und kein Highlight mehr versäumt. Mit einem Wisch gelangt ihr zu den Widgets und wenn ihr dann nach unten scrollt, könnt ihr unter Bearbeiten einfach TV Pro die App dann zu den Widgets hinzufügen. Einfach auf das Plus-Symbol gehen und dann TV Pro nach oben ziehen. Das Ganze mit Fertig bestätigen und dann könnt ihr rausgehen und ihr seht hier schon das Widget von TV Pro. Wenn ihr jetzt drauf tippt, könnt ihr diese Einstellungen auch nochmal bearbeiten. Falls ihr mehr Tipps sehen wollt, also es war gerade der Tagestipp, dann auf 5 Tipps und hier mit Live im TV könnt ihr auch noch dafür sorgen, dass im Widget die aktuelle Live-Quote zu sehen ist. Das heißt, all das, was jetzt gerade live aktuell die größte Quote hat. Damit versäumt ihr aktuell auch kein Highlight und ihr habt alle Pro-Tipps schön im Überblick. Außerdem sehen die Push-Nachrichten mit iOS 10 jetzt auch anders aus. Wenn die ankommen, dann habt ihr erstmal so diese kleine Anzeige da oben und mit dem Wisch nach unten öffnet sich dann dieses Fenster. Dann könnt ihr etwas mehr zu dem aktuellen Tagestipp lesen und diesen auch auf eure Merkliste packen. Mir bleibt da noch mehr zu sagen übrig. Viel Spaß mit TV Pro und der iOS 10. Bis bald.